Okay, also, pass mal auf. Wir legen Streichhölzer, okay? Und wir haben Streichhölzer in einem Muster. Wir haben Streichhölzer in einem Muster, das sieht folgendermaßen aus. Hoppala. Also ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Ja, okay. Heute wollen wir uns mal Streichholzmuster anschauen mit Streichhölzern, ne? Und das erste Muster, was ich gelegt habe, das sieht folgendermaßen aus. So ein Streichholz, noch ein Streichholz. Das ist die erste Figur. Okay, jetzt schauen wir uns die zweite Figur aus an. Die sieht so aus. Und die dritte Figur sieht so aus. Wie geht man an so eine Aufgabe ran? Was machen wir als erstes? Also, was ist überhaupt die Frage, ne? Die Frage ist, keine Ahnung. Aus wie vielen Streichhölzern besteht die 100. Figur? Das soll unsere Frage sein. Aus wie vielen Streichhölzern besteht die 100. Figur? Wie gehen wir da los? Fangen wir da an. Wie gehen wir da los? Was würdet ihr als erstes machen? Also, kommt. Eure Ideen im Chat. Erstmal eine rekursive Formel aufstellen. Ja, mit der rekursiven Formel fangen wir an. Das ist eine gute Idee. Also die explizite Formel, die ist schon ein bisschen kniffliger in der Regel, ne? Rekursiv geht einfacher. Rekursiv ist aber aufwendig, ne? Wenn wir dann die rekursive Formel aufgestellt haben, die 100. Figur zu berechnen, dann müssen wir natürlich, wenn wir die 100. Figur berechnen wollen, erstmal die 99. haben und dann die 98. davor und so weiter. Ah ja, hier kommen schon die Tipps. Tabelle mit N und A ein. Wir machen eine Tabelle, genau. Wir machen mal eine Tabelle und zählen einfach mal, aus wie vielen Streichhölzern besteht denn jede Figur und versuchen ein Muster zu erkennen. Eine schöne Tabelle hier. So, N, A, N. Die erste Figur. Die zweite Figur und die dritte Figur. Die haben wir schon mal. Ne? So, zählen wir mal. Bei der ersten Figur sind es 1, 2, 3, 4 Streichhölzer. Bei der nächsten Figur sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und bei der dritten Figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt müssen wir schauen, entdecken wir schon das Muster? Wer sieht das Muster? Immer plus 3. Genau. Das scheint so zu sein, wenn man auf die Tabelle schaut. Immer plus 3. So ganz überzeugt mich natürlich jetzt die Argumentation rein an der Tabelle nicht. Ich möchte jetzt oben bei den Figuren wissen, könnt ihr daran begründen, dass immer plus 3 dazukommen? Ja, das muss man schon auch am Inhalt begründen. Wenn man also angenommen hat, nur eine Zahlenfolge gegeben, dann macht man es natürlich nur in der Zahlenfolge. Also wenn ich euch nur die Tabelle vorgegeben hätte, dann könnte er ja gar nicht anders als sagen, ah, da scheint es immer plus 3 zu geben. Aber wenn man jetzt hier die Figuren auch hingemalt hat und man hat so einen, sag mal, einen Sachkontext, dann sollte man sich natürlich auch anhand der Figuren überlegen, ob das denn stimmt mit dem plus 3.
So, hier wird gerade gefragt, ob wir Zeichnungen in der Klausur auch mit Bleistift machen dürfen. Ja, in der Klausur dürft ihr zeichnen mit Bleistift. Text schreiben dürft ihr nicht mit Bleistift, da dürft ihr nur, keine Ahnung, Kugelschreiber, Füller oder ähnliches verwenden, ja. Aber zeichnen dürft ihr mit Bleistift. Genau, anhand der Figuren jetzt begründen, immer eins oben, eins unten und eins rechts. Genau. Also wenn ich nämlich jetzt hier von der einen Figur zur nächsten übergehe, dann kommt was dazu? Na, dieses Streichholz kommt dazu. Oh. Dieses Streichholz kommt dazu, dieses Streichholz kommt dazu und dieses Streichholz kommt dazu. Diese drei, ne? Genauso kommt jetzt bei der, wenn ich von der zweiten zur dritten Figur übergehe, kommt dieses Streichholz dazu und dieses Streichholz dazu und dieses Streichholz dazu. Es werden immer drei Streichhölzer angelegt, um so ein nächstes Quadrat anzufügen. Ja? Da brauche ich ja nur drei Streichhölzer, weil das vierte Streichholz gibt es ja schon. Also, das hier habe ich ja schon. Und das hier habe ich auch schon. Ne? Ich muss immer nur drei weitere anlegen. Genau, damit immer ein neues Quadrat entsteht, muss man immer drei dazu nehmen. Sehr schöne Begründung. Bei den Figuren will man immer ein neues Quadrat an dem alten dran und eine Wand in Anführungszeichen ist schon da. Genauso eine Quadratseite ist schon da. Die restlichen drei braucht man noch. Sehr gut. Ja, jetzt habt ihr es an den Figuren oben begründet. Und jetzt sind wir ziemlich sicher, es ist immer plus 3. Dann können wir schon die rekursive Formel aufstellen. Ihr hattet ja vorgeschlagen, erstmal die rekursive Formel. Rekursive Formel. Bei der rekursiven Formel nicht vergessen, ihr braucht auf jeden Fall erstmal A1, ne, den Startwert. Der ist in diesem Fall 4. Und dann haben wir herausgekriegt, wurde auch schon in den Chat hineingeschrieben, an plus 1 ist gleich, also das nächste Folgenelement ist an, das davor plus 3. Jetta Tsushima, genau, cool, Rekursion, genau, wir sind voll in der Rekursion drin. George Kelly, man könnte auch bei n gleich 0 anfangen mit einem Streichholz. Genau, bei n gleich 0 mit einem Streichholz, das wäre eine Programmiererangewohnheit, okay, ja, klar. Also, das wäre aber eine andere Zahlenfolge. Ne? Meine Zahlenfolge beginnt mit n gleich 1, mit der ersten Figur und an gleich 4. Aber könnte man da, also klar, dann hätte man es noch ein bisschen, hätte man sozusagen noch einen Fall mehr inkludiert und würde es vielleicht noch ein bisschen wohler fühlen, kann ich nachvollziehen. Okay. Also jetzt könnte man die 100. Figur bestimmen, ne? Nämlich A100 ist gleich A99 plus 3. Und jetzt bräuchte man dafür aber A99. Also müssen wir A99 berechnen und das wissen wir aber auch, das ist A98 plus 3. Dafür braucht man aber A98. Da braucht man, klar, wenn man es berechnet, A98 ist A97 plus 3. A97 ist A96 plus 3 und so weiter und so weiter. Die rekursive Formel aufzustellen bei Zahlenfolgen ist oftmals sehr leicht. Aber dann umständlich auszurechnen. Deswegen wäre es schön, die explizite Formel zu haben. Und da würde ich euch gerne nochmal zeigen, wie man da gut drauf kommt. Manchmal kommt man da nicht sofort drauf. Und ein Trick, kein Trick, aber eine Strategie, wie man da gut rangehen kann, ist der folgende. Wir wenden mal die rekursive Formel an. Die haben wir schon aufgestellt. Da sind wir sicher, dass sie funktioniert. Und mit Hilfe der expliziten Formel, mit Hilfe der rekursiven Formel versuchen wir, die explizite uns herzuleiten. Hier wird gerade nochmal eine Frage gestellt. Ist es egal, ob man an plus 3 oder 3 plus an schreibt?
Ja klar, ne? Also das kommutativ gesetzte Addition gilt auch hier. Okay. Ja, also wir wenden mal die explizite Formel an und geschickt ist es dabei nicht immer alles gleich auszurechnen, sondern ein Stück weit die Rechnung bis zum Ende zu verschleppen. Ich zeige euch gleich, was ihr damit meint, ne? Also angenommen, wir wollen A3 bestimmen. Mit der rekursiven Formel. A3 ist gleich, ich mache das mal als Nebenrechnung woanders hin. Ja. Hier unten hin. Also, A3 A3 ist gleich, boah, was ist A3 nach der rekursiven Formel? Naja, das ist A2 plus 3. Ne? Die Vorgänger, die Figur plus 3. Okay, das ist offensichtlich. A2 ist ja A1 plus 3. Plus 3. A2 ist A1 plus 3, also habe ich das da eingesetzt, A1 plus 3 plus 3. Und A1 ist 4. Also, ne, das ist der Rekursionsanfang, 4 plus 3 plus 3. So, ist klar, ne? Wenn ich A3 ausrechnen will, dann starte ich bei 4. Ich starte hier oben in der Tabelle bei 4 und muss dann immer plus 3 rechnen und komme zu A3. Okay, also letzten Endes ist A3 gleich 4 plus 2 mal 3. Hier plus 2 mal 3. Okay, was ist A4? A4, gehen wir mal eins weiter, ne? A4 ist A3 plus 3 nach der rekursiven Formel. Also A3 ist A2 plus 3 plus 3. A2 ist A1 plus 3 plus 3 plus 3. A1 ist 4 und worauf es dann hinausläuft ist, es kommt raus 4 plus 3 mal 3. Also, ein Dreier kommt mehr dazu, ne? Und demnach ist A5 gleich, kürzen wir es mal ab, 4 plus 4 mal 3. So, also wir haben uns mal ein paar so ein Folgenglieder be berechnet mit Hilfe der rekursiven Formel. Und jetzt versuchen wir hier die Struktur zu erkennen anhand der Formeln. Also, wir wollen herausfinden, was ist AN? An ist gleich was? Schauen wir uns mal an bei den Formeln oben, was überall gleich ist. Ja? Bei den Formeln ist oben gleich. Überall ist hier ein a. Dann haben wir immer 4 plus. Das ist gleich. Und hier hinten wird mit 3 multipliziert. Das ist auch gleich. Ja gut, das können wir doch schon mal übernehmen. Also hier haben wir ein a. Dann ist es immer 4 plus irgendwas und hinten mal 3. So, jetzt gibt es aber auch etwas, was sich immer ändert, ne? Von Formel zu von Berechnung zu Berechnung. Also hier zum Beispiel habe ich eine 3 stehen, da eine 4, da eine 5. Und in der allgemeinen Formel hätte ich hier ein n stehen. Also an, die Zahl, die hier unten steht, am Anfang unter dem a, ist immer n. So, und jetzt sind wir hier hinten. Wenn bei A3, ne, wenn das orangene, die orangene Zahl, die unten 3 ist, dann steht hier hinten eine 2. Bei A4 steht hier hinten eine 3. Bei der A5 steht hier hinten eine 4. Scheinbar ist die Zahl, die hier hinten steht, also der Faktor,
mit dem, der mit 3 multipliziert wird, immer um 1 kleiner als die Zahl, die vorne im Index von a steht. Genau, wird auch schon hier auf Twitch entsprechend kommentiert. Genau, also muss hier stehen n plus 1. Entschuldigung, n, ach Quatsch, n minus 1 natürlich, ne? Also genau 1 kleiner als die Zahl, die vorne im Index steht. Genau. Also ist auch klar, ne? Weil wenn wir die Tabelle oben schauen, wenn ich die dritte Zeile bestimmen will, die dritte Zeile, muss ich zweimal 3 addieren. Zweimal. Für die vierte kommt noch eins mehr dazu, 3 und so weiter, ja? Aber immer eins weniger als die Zeilennummer. So, okay, das heißt, wir haben es jetzt gelöst, oder? Die explizite Formel ist an ist gleich 4 plus n minus 1 mal 3. Das könnte man, wenn man will, jetzt noch ausrechnen, ne? Können wir mal machen. Also da sieht man jetzt auf jeden Fall, wie kommt man drauf, ne? Für mich wäre das jetzt hier an der Stelle auch okay. Wenn man das mal ausrechnen würde, wäre das 4 plus n minus 3 und das ist gleich 1 plus n. Ach Quatsch. Blödsinn, ich habe mich verrechnet, Leute. Das ist 4 plus 3n minus 3 natürlich. Oh mein Gott. 4 plus 3n minus 3 und das ist dann 3n plus 1. So, das wäre die Formel, ja? Die explizite Formel. Genau. Aber auch das da vorne würde mir genügen an dieser Stelle. Also dieser Teil würde mir genügen, weil da sieht man, wie kommt man drauf, ne? Ja, 3n plus 1, das funktioniert aber auch natürlich. Ne? Das ist die kürze Form, weil die jetzt algebraisch umgeformt wurde. Und wenn man jetzt zum Beispiel für n gleich 3 einsetzt, dann sieht man 3n plus 1, 3 mal 3 plus 1 ist 10. Also hätte man exakt den Wert raus, den man sucht. Man kann natürlich immer mal am Ende noch mal ein paar Beispiele, Zahlen einsetzen, um zu schauen, ob man sich nicht vertan hat. Okay. Ja, gibt es noch Fragen zu dieser Aufgabe?